Ich bin auf Sendung. Es ist der 30. Dezember 2015, zwei Tage bis zum Ende des Jahres, aber nur ein Tag bis zum Ende des 32C3-Kongresses. Was ist denn heute für ein Wochentag? Dienstag? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ein Mittwoch oder Donnerstag. Also irgendein Nicht-Sonntag, man könnte also einkaufen. So, ich stehe hier und die Stimme, die wir gehört haben, ist Daniela Ishorst. Hallo Daniela. Hallo. Wie geht es dir? Ich bin sehr müde, aber ansonsten geht es mir prima. Ich habe gerade gehört, du hast 2 Stunden geschlafen. Ja. Hast du hier in dieser Party-Area, wo wir gerade stehen, gefeiert oder irgendwas anderes gemacht? Ich war schon im Hotel gestern, schon quasi um 11, weil ich dachte, nee, jetzt bin ich so übervoll. Und dann wollte ich aber unbedingt noch die Lesung in Saal 2 mir anhören über den NSU-Untersuchungsausschuss. Das endete dann damit, dass wir mit mehreren Leuten in der Lounge waren und ganz, als wir dann gehen wollten, gesehen haben, dass hier im Sendezentrum noch gefeiert wird. Dann waren wir hier noch eine halbe Stunde und dann war es 4 oder so. Jetzt muss wohl eine spontane Party hier ausgebrochen sein im Sendezentrum. Jedenfalls habe ich das auf Twitter heute Morgen gelesen. Genau, ja, das war ziemlich schön. Aber das Ende haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Dann sind wir dann doch schon ein bisschen früher zurück. Daniela, was treibt dich hier hin? Wer bist du? Was hast du mit dem 32C3 oder überhaupt mit C3-Leuten zu tun? Ich habe bis vor kurzem wenig mit C3-Leuten zu tun gehabt. Ja, eigentlich bin ich hauptsächlich wegen meinem Podcast hier. Kunst und Horst, den mache ich ja. Ja, und nach Podstock bin ich von so vielen Leuten angesprochen worden, ob ich nicht auch zum 32C3 kommen möchte. Hatte das vorher schon überlegt und ja, habe mich dann nach Podstock dafür entschieden, dann auch hier hinzukommen. Und es war eine gute Entscheidung. Das kannst du jetzt auf jeden Fall schon sagen? Ja. Egal, ob die Kopfschmerzen noch kommen oder nicht. Ja, mit Kopfschmerzen kann man ja umgehen. Wir haben uns verabredet, weil du mir eine Lieblingsecke zeigen wolltest. Also heute ist ja der letzte Tag, Zeit genug, um sich umzuschauen. Ich persönlich habe nicht alles gesehen, wie auch im letzten Jahr und im vorletzten Jahr sowieso. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, dass du jede Ecke gesehen hast? Nein, ich habe nicht jede Ecke gesehen. Also davon gehe ich mal aus, dass ich das nicht geschafft habe. Ich habe mich auch ein paar Mal verlaufen und dann hält man, oder ich halte mich dann eher so an die gewohnten Wege und ja, man kann sich hier gut verlieren. Das ist allerdings richtig. Aber immerhin Zeit genug, um zu sagen, das hat mir jetzt von den Dingen, die ich gesehen habe, irgendwie am besten gefallen und tollsten Eindruck hinterlassen. Und du bist so nett und zeigst mir jetzt die Ecke, die das bei dir ausgelöst hat. Sagen wir mal Lieblingsecke dazu. Genau, Lieblingsecke trifft es vielleicht nicht ganz, aber ich fand, das war so in meinem Kosmos hier so die kontroverste Ecke. Oh, und kontroverste Ecke. Die ja. Interessanteste dann. Interessanteste, genau. Cool. Wir stehen noch im Sendezentrum. Du hast mich da gerade abgeholt und du sagst, wir müssten gar nicht weit gehen. Nee. Jetzt gehen wir einfach mal. Du zeigst mir bitte, wohin. Genau, einfach nur hier um den Tisch Richtung die Unisex-Toilette. Die Unisex-Toilette, ja. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Unisex-Toilette. Die ist ja direkt hier vorne, ne? Einmal um die Säule rum und dann sind wir schon da. Ja, wir sind ja im Garderobenfoyer. Das heißt, man kommt die Treppe rauf und hier ist eigentlich der Bereich, wo normalerweise, wenn Großveranstaltungen sind, die Garderobe abgehängt wird. Die Elemente an den Wänden sind so runtergeklappt, sodass wir hier sitzen können. Und zu dieser Garderobe gehört auch eine relativ große Toilettenanlage. Auf der einen Seite, auf der wir jetzt stehen, die Herrenanlage, der normalerweise mit den Pessoirs. Und auf der anderen Seite die Damenanlage, wie ich gestern das erste Mal festgestellt das habe. Das wusste ich gar nicht, dass es das da auch noch gibt. Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe immer gesehen, da ist auch ein Toilettenschild und bin da mal reingegangen. Ja. Und hier ist im Prinzip ein Bereich mit Pissoirs und ein Bereich mit Kabinen. Und da drüben ist auch ein Bereich mit Kabinen. Und ich würde mal sagen, aus Grund der Symmetrie auch so ein Bereich, wo Pissoirs sein könnten. Ja. Da hängen aber einfach Spiegel und das sieht aus wie so eine Garderobe von Schauspielern oder so. Ah, okay. Ganz witzig. Hast du noch nicht gesehen? Nee, gehen wir gleich mal hin. Gucken wir uns mal an. So, jetzt gehen wir erstmal in die rein, die du meintest. Das ist ja. Wo quietscht das denn so schön? Die Tür quietscht. Ich komme mir vor wie in Puerto Partida. So, jetzt sind wir drin in einer Herrentoilette. In einer eigentlichen Herrentoilette, für mich normal, für dich nicht so normal. Doch, für mich, also ich habe, hier ist es ja noch relativ gut. Die Pissoirs sind hier räumlich abgetrennt von den Damentoiletten. Ich war auch schon auf einer Unisex-Toilette, wo rechts die Pissoirs waren und direkt links gegenüber die Sitzmöglichkeiten. Ja. Und Kabinen wurde gestern immer ganz vornehm gesagt. Ja, die Kabinen. Und ja, das war jetzt auch nicht komisch oder so. Also im ersten Moment, als ich das erste Mal rein bin, habe ich gedacht, ah, okay, hier ist das jetzt irgendwie räumlich anders. Aber ich bin dann trotzdem weiterhin auf die Toilette gegangen, weil ich das mit den Unisex-Toiletten großartig finde. Du sagtest aber gerade kontrovers.
Ja, weil ich bei einigen mitbekommen habe, dass sie es nicht gut finden, dass es auch viel diskutiert wurde. Also so ein oder einige Tweets dann auch in meiner Timeline an mir vorbeigeflogen. Ja, und es wurde auch immer mal wieder drüber gesprochen, wie das so zu sehen ist. Und deswegen habe ich gedacht, also ich war von Anfang an, als Linus das in der Opening-Show sagte, wir haben hier die Unisex-Toiletten, habe ich gesagt, gut, dann werde ich die auch benutzen, konsequent. Und ich bin in den dreieinhalb Tagen jetzt einmal auf der Damentoilette, also auf der reinen Damentoilette gewesen, weil ich am Anfang davon ausgegangen bin, dass alle Toiletten Unisex-Toiletten sind, aber es gibt ja auch noch Damen- und Herren-WCs. Ich glaube, das hat sich letztes Jahr zwischendurch nochmal geändert gehabt. Da wurde irgendwann mal eine Unisex-Toilette in eine reine Damentoilette, glaube ich, umgewidmet. Mhm. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt, warum denn wahrscheinlich, warum überhaupt? Und meine Vermutung war, dass vielleicht einigen Frauen dann doch die Angst vor Spannern oder irgendwas zu groß ist und einen Rückzugsraum für den Toilettengang suchen, der wirklich zumindest mal an der Stelle Schutz bietet. Würdest du das als Grund sehen oder siehst du einen anderen? Also oben an Saal 1 habe ich jetzt zum Beispiel, das war so das erste Mal, als ich dann auf Toilette hier war, gibt es dann halt eine reine Damen- und Herrentoilette. Und dann denke ich auch, also es ist, glaube ich, nicht nur bei Frauen so, vielleicht hat ja auch ein Mann, der sagt, ich muss mir jetzt nicht ans Pissoir stellen, wenn dann in der Kabine dahinter eine Frau sitzt. Also ich denke auch, dass es ja die Möglichkeit geben sollte, dann für Leute, die sagen, nee, finde ich nicht gut, weiterhin auf das Reguläre zurückgreifen zu können. Aber ich fand die Idee super, habe das so noch nicht erlebt, also kenne das gar nicht, Unisex-Toiletten. Kurioserweise ist das aber ein Thema, wo ich mir schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe bei mir in der Umschulung zum Beispiel ein Mädchen oder eine Frau gehabt, die aussieht wie ein Junge. Und die wurde permanent auf der Damentoilette angesprochen, was sie denn hier wollte. Ach ja, super und, Problem, ja. Fand ich das jetzt, also da ist mir das so auch bewusst geworden, wie schwierig das unter Umständen sein kann, dass man dann immer wieder angesprochen wird. Und deswegen fand ich das jetzt hier super. Okay, also die Tatsache, dass Männer am Pissoir stehen und du gehst quasi an ihnen vorbei, das macht dir gar nichts aus? Also beim ersten Mal war ich ein bisschen irritiert. Aber dann war es auch okay. Also es war jetzt, man geht ja nur dran vorbei. Also man bleibt ja nicht stehen und guckt. So, das macht mir nichts. So spannend ist das dann auch nicht. Nee, die machen Pipi, ne? Also macht ja jeder mal so. Genau. Ja, nee, das stört mich nicht. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber in die andere Abteilung, gucken uns das mal an. Genau. Ich meine, hier ist jetzt, wir gehen mal kurz in diesen Pissoir-Bereich. Ja, ne? so eine Winkelkammer, so eine abgetrennte Winkel. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie eine Dame mal sagte, Näpfchen. Sehr schön. Ist aber nicht hier passiert. Die konnte damit auch nichts anfangen und fand das irgendwie widerlich, dass die Männer sich da so hinstellen, aber ist halt eine schnelle Technik. Ja, das gibt es ja auch für Damen. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber soll es ja, doch, habe ich schon mal gesehen, mit so einer Art Schnabelvorbau sollen dann Frauen auch im Stehen am Pissoir Pipi machen können. Das kann ich mir noch weniger vorstellen als Frau, aber ja, es gab ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, so Trichter für Frauen. Urinella. Urinella, genau. Hat sich auch nicht so durchgesetzt, ne? Ist aber, ja, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber es gehen auch viele Männer in die Kabinen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Männer sich ans Pissoir stellen. Ja. Gut, wir gucken dann mal, wie das bei den Frauen aussieht. Wo ich nämlich, ist das für mich auch toll, dass ich mal auf eine Frauentoilette gehen darf. Ne? Ohne. Ich sagte, ich stehe gerade beim Waschbecken und neben mir schminkt sich jemand. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, obwohl inzwischen ist ja auch so Haargel und durchaus auch irgendwelche Farben für Männer nicht mehr ganz unüblich. Ja, das stimmt. Wenn ich die Jugendlichen heute teilweise sehe, was sie für einen Aufwand treiben müssen, die tun mir manchmal ein bisschen leid. Da hatten wir es echt einfacher. Vor die Tür gehen können. So, wir latschen hier durch den Zuschauerraum des Sendezentrums. Der ist ja nicht gerade klein. Und gehen auf die andere Seite von dem Garderobenfoyer, also von diesem Zwischenbereich. Und da müsste jetzt dann eigentlich hier, genau, hinter den. Hier ist die. Das ist die Seidenstraße. Genau. Und hier ist das Gegenstück, die Dame. Ah, okay. Trara. Ui. Ne? Das ist immer auch schön, ne? Ist was anders als drüben? Die Spiegel. Das ist genau, da bin ich gestern, ich habe hier meine Hände gewaschen, ich war auch in der Kabine, habe die Hände gewaschen und dann denke ich, was ist denn da drüben noch? Ja.
Dann bin ich ganz langsam vorgetastet und... Ah ja, hier kann man sich von allen Seiten beobachten. Das ist doch wohl krass hier, ne? Ein echtes Spiegelkabinett. Ja, aber es ist auch ein bisschen anders. Wieso, es sieht so ein bisschen aus wie beim Friseur, ne? Dann stehen da die Höckerchen vor der Ablage und dann diese halben Spiegel. Ist das nicht immer so auf der Damentoilette? Nein, das ist nicht immer so auf der Damentoilette. Das ist auch bei mir zu Hause nicht so. Ich habe nicht so einen Riesenspiegel. Also, dass da so Höckerchen noch stehen, dass man sich wirklich absetzen kann und die heißen diese Kosmetiktücher an der Wand hängen. Ich finde das schon recht nobel. Ja, sieht auch ziemlich nobel aus. Das ist irgendwie schade, dass das nicht bei den Männern auch standardmäßig so ist. Ja gut, aber da müssen ja dann die Pissoirs hin. Ne? Aber wir können das ja jetzt verraten, dass hinter dem Sendezentrum so tolle Spiegel sind und dann können die Männer, die dann auf der anderen Seite bisher auf den Unisex-Toiletten waren, alle hier hinkommen. Also wenn sie sich denn sehen möchten. Nächstes Jahr können wir ja noch einmal in diesem Gebäude sein. Dann nehmen wir jetzt als Geheimtipp für Männer. Hier ist das Kabinett, das Spiegel, das geheime Spiegelkabinett. Das ist ein guter Name. Das klingt ja nach dem Butler sozusagen. Das geheime Spiegelkabinett. Ja, prima. Da haben wir jetzt deine Lieblingsecke oder die interessanteste. Mhm. Sagen wir mal so, das was. Ja, es war so für mich direkt am ersten Tag ein Aha-Erlebnis. So, okay, geht auch. Aber eins, was, wenn man näher drüber nachdenkt, also mich hat das so ein bisschen an, ich war einmal auf einem FKK-Campingplatz und die ersten 24, 48 Stunden ist es auch eher so, man guckt halt hin, wo man normalerweise nicht hinguckt. Mhm. Aber die restlichen 14 Tage habe ich den Leuten immer nur in die Augen geguckt, weil das Interessanteste war. Mhm. Als andere hat mich wirklich nicht mehr gejuckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Normalität, ja. Und das habe ich mir gerade vorgestellt, wo du sagst, ich gehe an den Männern an den Pissoirs vorbei. Das erste Mal guckt man vielleicht, was machen die da, was geht das? Und irgendwann ist das so selbstverständlich. Und wenn wir zu dieser Selbstverständlichkeit kommen, glaube ich, das hilft uns einfach im Umgang miteinander, oder? Ja, also es wird einfach Normalität, dass man auf eine Toilette geht und dann kommt dann ein Mann entgegen und nicht nur Frauen. Und man steht dann am Waschbecken und wäscht sich die Hände und da steht einer am Pissoir und der nächste oder die nächste geht in die Kabine. Ja, es wird Normalität. Und es hat mir einfach gut gefallen, diese Idee. Ich hatte ja auch mal eine Folge bei mir über die Behindertentoilette zum Beispiel, dass Behinderte nach dem Schlüssel fragen müssen. Und ja. Das ist zum Beispiel auch was mich nervt. Also wo ich denke, ey, das geht doch nicht. Alle Toiletten sind offen, aber jetzt Behinderte müssen, darf ich bitte, ich möchte gerne den Schlüssel. So, und das war dann jetzt hier wieder so ein Beweis, dass es eben auch anders geht. Und ich finde, der ganze Kongress ist ein Beweis, dass es eben auch anders geht. Und da fand ich jetzt so dieses kleine Unisex-Toiletten-Ding so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es auch anders funktionieren kann. Prima. Ja, danke, dass du da jetzt deinen Fokus drauf gesetzt hast. Finde ich sehr schön und auch schön, das transportieren zu können. Dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank. Gehen wir wieder raus hier aus diesem Spiegelkabinett. Genau. Hier ist die Akustik auch ein bisschen hallig. Ja. Aus dem geheimen Spiegelkabinett. Wir haben das geheime Spiegelkabinett gefunden. Super. Und vorgestellt. Dann gehen wir hier raus, sind wieder im Garderobenfoyer, Sendezentrum. Und dann sage ich Dankeschön für den kleinen Rundgang. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Hat mich sehr gefreut. Sagen wir nochmal dein Angebot. Ich habe gestern übrigens Werbung gemacht. Gestern war eine Newcomerin da, die sich für Podcasts interessiert. Und dann haben wir gefragt, die Tine Nowak hatte mich dazu gebeten, was willst du denn machen? Ja, meinte sie, sie würde gerne in Kunstausstellungen gehen und würde gerne darüber berichten. Ich sage, guck mal, die Idee habe ich schon mal gehört. Und sie hat sich auch gleich deinen Namen aufgeschrieben. Ach, das ist ja cool. Du hast mir mal so eine Visitenkarte gegeben. Mhm. Die hat sie abfotografiert, damit sie die auch schon mitnimmt. Wahrscheinlich hast du eine neue Hörerin. Oh, super, das freut mich. Sag nochmal genau, ich glaube, die Adresse hat sich geändert. Genau. Ne? Das war noch die alte, aber jetzt hast du eine neue Sache. Umgezogen, genau. www.kunstundhorst.de. Kunst und Horst in einem Wort durchgeschrieben. So, und wo das Horst herkommt, das ist jetzt die Aufgabe, die Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer, das auszukriegen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Es ist noch immer der 30. Dezember und wir haben jetzt inzwischen rausgefunden, es ist tatsächlich ein Mittwoch. Nachdem die Daniela gerade so schön erzählt hat, was ihr Lieblingsplatz ist, bin ich jetzt verabredet mit Eva und Johannes. Hallo Eva. Hallo. Hallo. So, ihr zwei macht zumindest mal, weiß ich, einen Podcast in einer Sprache, die mir nicht geläufig ist. Ihr macht welches Angebot? Also, wir machen Podcast im Esperanto und Podcast heißt kern.info. Und ja. Gerne. Ja, das ist einfach ein Podcast, der auf Esperanto ist, aber eben nicht über Esperanto, sondern wir reden halt über alles Mögliche, was uns gerade so interessiert.
auch dann immer mal wieder mit Gästen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade hier in einem Podcaster-Tisch hier im Sendezentrum mit anderen Esperanto-Sprechern, die hier auf dem Kongress sind, aufgenommen, sodass mal jeder so ein bisschen seine Eindrücke über den Kongress so erzählen konnte. Und ja, das ist so unser wöchentliches Angebot, dass wir immer jede Woche über irgendein Thema so eine Episode machen. Also für mich war das gerade, ich habe so ein bisschen reingehört, so Esperanto das erste Mal in freier Wildbahn, so richtig als Sprache, also nicht als wir lernen das jetzt und machen das irgendwie so in theoretischen Situationen, sondern ganz konkret angewandt. Ihr habt doch gestern, glaube ich, schon mit Leuten hier gesessen und einfach tatsächlich als Umgangssprache diese Sprache verwendet. Ja klar, das also mein Eva und ich, wir sprechen das zu Hause. Also das ist eure Standardsprache? Ja, das ist wow. Standardsprache. Ja, ja, also das ist und auch so, ich meine, also unser globaler Freundeskreis spricht eben Esperanto. Ja? Also das ist also durchaus eine Sprache, die jetzt so in meinem Leben halt eine der Sprachen ist, die ich so verwende einfach. Ja, also ich komme aus der Slowakei. So, ich spreche Deutsch, aber nicht so gut. Wir haben uns im Esperanto-Kongress kennengelernt. Und darüber ist Esperanto unsere erste Sprache, die wir zusammen haben. Wenn man euren Haushalt zusammenzählt, wie viele Sprachen kommen da insgesamt zusammen? Das ist schwierig. So, Esperanto natürlich, dann Deutsch, Slowakisch, Tschechisch, Englisch, Französisch. Ja, Französisch und Schwedisch spreche ich noch, ja. So 7 mindestens. Super, also ich staune, Bauklötze, wirklich, Bauklötze. Wie ist es denn, also wenn ein Podcast in Esperanto gemacht wird, kann ich mir ja vorstellen, wie du gerade schon sagtest, verschiedene Nationalitäten benutzen diese Sprache. Was habt ihr denn für einen Hörerkreis eigentlich? Wo kommen denn eure Hörer her? Ja, also sag mal so, einmal die Feedback geben und einmal auch die man einfach so in den Logfiles sieht, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also Zugriffe haben wir im Prinzip aus der ganzen Welt. Also so aus viel aus Korea, Brasilien, auch China ist relativ viel vorbei. China, das sind auch oft, dann weiß man nicht, ob das Bots sind, die einfach irgendwie vorbeikommen. Aber jedenfalls auch Feedback kriegen wir auch, haben wir eben so Hörer, die halt Feedback geben aus Kanada und ja, Australien zum Beispiel. Australien gibt es auch. Also, das ist auch so ein Problem. Wir haben immer überlegt, ob wir mal live senden, aber dann haben wir halt gleich so ein Zeitzonenproblem. Ja, weil einfach, wir haben halt eine weltweite Hörerschaft, die zwar klein ist, also wir haben immer, also unsere verglichen mit so den Alpha-Podcasts im deutschsprachigen Raum, die so 25.000 Hörer haben. Wir haben vielleicht so 200, 300, die also, aber immerhin. Da ist halt mit live ist halt so eine Sache, dass man, wenn man jetzt diese 300 Leute eben oder vielleicht die 30 davon, die dann live hören wollen, die muss man halt irgendwie dann zeitlich erreichen können. Das ist eben schwierig, deswegen haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm, ja. Ich meine, dass noch in Asien haben wir Platz für eine Höhe, weil ich weiß nicht, ob die Leute wirklich über unsere Podcasts kennen, wissen, ob so dort haben wir schon Platz, wo können wir noch mehrere Hörer. Ich komme über diese 7 Sprachen zu Hause immer noch nicht so ganz zu. Habt ihr beruflich mit Sprachen zu tun? Ist das irgendwie etwas, was ihr beruflich treibt? Oder ist das reine Neugier? Oder wie kommt man dazu, so viele Sprachen zu benutzen? Ich bin ganz schlecht im Sprachen. So, darüber habe ich auch Esperanto gelernt, weil ich habe Englisch gelernt und Deutsch in der Schule. Und ich war ganz schlecht. Würde ich nicht sagen jetzt, oder? Doch. Ich verstehe dich gut. Danke. Aber ich dachte, dass ich muss noch etwas Neues lernen. So, Deutsch war wirklich für mich schwer und auch ich schwer. Dann habe ich mir gedacht, dass ich muss etwas Neues machen. Ich habe Mathematik gedacht, aber so, was mit Mathematik, was kann ich damit machen? Also rechne ich jeden Tag etwas oder was? Wahrscheinlich Sprache ist gute Lösung, wenn ich möchte mein Gehirn trainieren.
Ja, und so, ich wusste, dass ich bin nicht so gut in Sprachen. Dann habe ich gesagt, ja, Esperanto ist einfach. Einfachste Sprache, die kann ich wählen. So, dann habe ich gesagt, naja, dann probiere ich Esperanto. Wenn ich habe schon Esperanto gelernt, dann habe ich, gesagt, jetzt möchte ich wieder Deutsch lernen nochmal, weil ich habe 15 Jahre gar nicht Deutsch gesprochen, nicht gehört und so weiter. Und dann habe ich Johannes kennengelernt und Esperanto kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, dass, naja, ich möchte jetzt Arbeit in Deutschland haben, so ich muss jetzt wieder Deutsch lernen. Ja, und so. Und du, Johannes, wie bist du zu den Sprachen gekommen? Ja, also ich bin in einem bürgerlichen Beruf bin ich Werkstoffingenieur. Das hat also jetzt wenig mit Sprachen zu tun, außer dass man da eben manchmal Englisch braucht. Jetzt war es aber so, dass also von Kindheit her fand ich das immer sehr imponierend, wenn also Leute mehrere Sprachen sprechen. Also meine Mutter spricht sehr gut Französisch und auch Englisch sprechen beide meine Eltern sehr gut und haben das auch wirklich angewandt. Also wir waren viel also unterwegs und ich fand das immer toll, wenn dann meine Eltern einfach so dann zwischen Sprachen so hin und her schalten konnten. Und deswegen habe ich habe dann irgendwie mal gedacht, ja, das will ich auch können, das ist cool. Und dann habe ich, als ich dann studiert habe, habe ich in Frankreich und in Schweden studiert. Und in Schweden hatte ich dann einen Mitbewohner, der Franzose gewesen ist. Und habe dann also da im Prinzip zwischen vier Sprachen so hin und her geschaltet. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich so ein paar freundschaftliche Kontakte gehabt nach Litauen und habe dann ein bisschen angefangen, Litauisch zu lernen. Aber das war dann irgendwie alles nicht so nachhaltig gewesen. Und dann bin ich irgendwann über das Esperanto gestolpert und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Nämlich irgendwie eine Sprache, die mir einfach so Kontakt gibt in halt überall hin. Also das ist, ich meine, klar, man kann auch mit Englisch, kommt man sehr weit, so international. Aber Englisch bietet halt nicht so eine Plattform, wo man dann eben auch dann Leute eben kennenlernen kann. Auf irgendwelchen Veranstaltungen oder einfach so über das Netzwerk, was die Sprache also mitbringt. Und so habe ich dann eben Esperanto gelernt. Und ja, jetzt ist es halt eine meiner Sprachen, die ich so am häufigsten spreche, außer Deutsch. Ne? Das ist, ich meine, Englisch lese ich relativ viel so im Internet und höre es dann auch dann immer mal wieder, aber ich spreche es relativ selten. Ich schreibe es dann auch immer mal wieder, auch so beruflich, wenn man irgendwie so international E-Mails schreibt. Aber ich spreche es relativ selten. Esperanto spreche ich halt einfach jeden Tag. Das ist so die Alltagssprache. Und der Impuls daraus dann einen Podcast zu machen, wie ist der dann entstanden? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also es gab jetzt schon länger, vor 3-4 Jahren hat sich so ein Webradio gegründet. Und ich mach auch Musik in Esperanto. Und ich habe also dann deswegen... Also die Texte dann? Ja, die Texte. Die Musik brauchen wir ja nicht zu übersetzen. Ja, Musik muss man nicht übersetzen, aber die Texte sind im Esperanto, ja. Und Musik ist auch neu. So, nicht Übersetzung von existierter Musik. So, er macht ganz neues Musik mit Esperanto-Texten. Ja, einfach Songtexte eben. Und deswegen habe ich auch, weil ich es zu Hause eben aufnehme, habe ich halt schon länger diese ganze Audiotechnik zu Hause gehabt. Und dann habe ich dann irgendwann die Leute von dem Webradio angesprochen, ob ich so ein bisschen einfach unterstützen kann, so in Know-how und deswegen, und da war dann auch Eva dabei und so kamen wir im Prinzip dazu, das so Radio zu machen und das ist aber eben was anderes als Podcast, weil die haben halt wirklich so 2-3 Minuten Beiträge und dann eben Musik. Und dann irgendwann kam ich eben in diese deutschsprachige Podcaster-Szene, habe so einfach so die Tim Pritlovschen Podcasts so gehört und habe dann gedacht, ne, das ist ja eigentlich, das finde ich auch toll, dass man einfach mal so längere Zeit über irgendein Thema reden kann. Und ich denke, habe dann gedacht, im Esperanto fehlt das einfach, weil eben, ich meine, wir haben ja in Europa den Vorteil, dass wir können Esperanto ganz gut anwenden, weil wir halt relativ leicht ins Ausland reisen können. Das Ausland ist nah, im Ausland werden andere Sprachen gesprochen und deswegen kann man das
eben Esperanto auch wirklich einfach so mal anwenden. Es gibt eben viele, die halt beispielsweise in den USA, die haben es immer schwerer, ins Ausland zu reisen. Und deswegen sind die eben, brauchen die eben sowas, dass sie sich mal mit einem Thema irgendwie auf Esperanto mal so auseinandersetzen können, einfach mit gehörtem Esperanto. Mit geschriebenem gab es immer schon viel. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen einfach mal, reden einfach mal über alle möglichen Themen auf Esperanto. Dass einfach ja, Leute, die eben auf Esperanto auch mal über irgendwas, über irgendwelche Themen, die eben nicht Esperanto selbst sind, mal was hören können. Als Gebrauchssprache. Genau, einfach, ne? Genau. Das ist, ich meine, damit erreichen wir eben auch so ein ganz spezielles Publikum. Das ist, was eben so international verstreut ist. Und ja, wir denken eben, dass eben auch viele Leute aus der Esperanto-Community sich halt für die Themen interessieren, die wir eben auch interessant finden. Und ich meine, wir können das dann eben auch einfach dadurch, dass wir diese Esperanto-Szene eben kennen, das immer nochmal so ein bisschen extra beleuchten aus diesem Esperanto-Blickwinkel. Ich meine, wenn man jetzt so, so Podcasts hört wie, wie beispielsweise Logbuch Netzpolitik, das ist eben sehr Deutschland oder Europa fokussiert, ne? Klar, weil es ist halt eine deutsche Produktion, die machen auch ein bisschen Österreich und Schweiz dann noch dabei. Und wenn wir jetzt über irgendein netzpolitisches Thema sprechen, dann haben wir natürlich immer so die, den Anspruch und die Herausforderung zu sagen, okay, wie sieht denn das jetzt, ja, das kann ja auch sein, dass das ein Chinese hört. Ja? Und, deswegen müssen wir natürlich dann da auch so ein bisschen dann viel vorsichtiger sein, wenn wir da einfach, wenn wir da sagen, so wie ist denn die Situation bei uns? Ja, bei uns ist klar, bei uns das Internet ist relativ frei und man kann einfach mal so einen Server hochziehen. Und ja, wie ist denn das in China oder in Vietnam oder so? Das ist natürlich dann eine ganz andere Sache dann. Ne? Und das ist und auch so, wenn wir jetzt hier über den Kongress reden, wir haben dann immer so ein bisschen den Vergleich mit den Esperanto-Veranstaltungen. Also das ist immer so ein bisschen eben unser Blickwinkel drauf. Ne? Das ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn man so das als Kulturkreis so bezeichnet. Ne? Also der halt dann einfach so, in den dann halt berichtet wird. Ne? Also Also ich möchte nur sagen, dass wir sind nicht die erste Podcast im Esperanto natürlich. Also es gibt auch andere Podcasts, die im Esperanto gibt, aber jeder ist ein bisschen anders, so wie auch in Deutsch. Also jeder Podcast hat seine eigene Eigenschaften und eigene Hörer. So, wir auch haben im Esperanto mehrere Podcasts. Die anderen sind mehr als diese Radio oder Reportage oder solche Podcasts und wir machen ein bisschen etwas anderes. Jetzt bist du aber, Johannes, du bist ja auch in dem Kreis der Podcaster, der sich mit seltenen Sprachen beschäftigt, weil du giltst immer als der Linux-Mensch. Also wenn irgendwas mit Linux passiert, die allermeisten arbeiten ja hier auf Macintosh-Rechnern, iOS, macOS, ein paar wenige wie ich zum Beispiel auf Windows und du bist immer die Person, die man sagt, wenn jemand kommt und sagt, gibt es denn auch was Alternatives? Und sagt, ja, Linux gibt es auch, fragt den Johannes. Ist das eine Nerd-Leidenschaft? Naja, gut. Also, ich meine, ich bin Unix-Hacker in zweiter Generation. Also, meine Eltern sind beide Informatiker und ich habe eben Programmieren und Unix-Kommandozeile habe ich von meiner Mama gelernt. Ja, also, das ist. Neben dem Französisch dann auch noch Unix. Genau. Also, sagen wir so, was sie nicht geschafft hat, ist mir VI beizubringen. Das ist. Deswegen verwende ich Emacs. Ja, das ist halt. Okay. Also, das ist. Deswegen, also ich habe eigentlich immer Linux verwendet. Es war dann, als das macOS, ich weiß gar nicht, macOS 10 oder macOS X, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, als das rauskam, da habe ich gedacht, na, das ist eigentlich cool, weil da habe ich hätte ich im Prinzip den ganzen Audiokram, das habe ich vorher nicht so gemacht unter Linux, hätte ich da zusammen mit eben einer Unix-Kommandozeile. Ich habe dann immer so ein bisschen überlegt, ob ich dann wechsle, aber dann hatte ich nie so den großen Leidensdruck gehabt, jetzt mein Linux-System aufzugeben. Dann kam irgendwann Apple mit dem iPhone und dem Store und das war mir dann irgendwann so ein bisschen unsympathisch. Und dann, als ich dann angefangen habe, so vor 5 Jahren wirklich Musik aufzunehmen, da habe ich gedacht, okay, ich gebe dem mal eine Chance. Ich hole mir jetzt mal ein Audio-Device und schau mal, wie das geht. Und seitdem habe ich halt da mein Hardware- und Software-Stack eben so aufgebaut. Und es funktioniert einfach und es ist einfach, ich habe keinen Anlass, jetzt irgendwie zu wechseln. Also es ist, und jetzt ist es,
ja, also es ist jetzt so zum Teil, es ist einfach mein gewachsenes System. Kein religiöser Eifer. Unterstellt ja gerne religiösen nicht, Eifer. Nee, nicht. Es ist also kein religiöser Eifer. Es ist einfach, ja, ich würde jetzt, es ist immer so im Hinterkopf so die Option, mal zu Apple zu wechseln, aber das hätte dann gleich einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen. Ich hätte dann ja plötzlich eine vollkommen neue Umgebung und ich müsste dann im Prinzip meine ganze Infrastruktur eben neu bauen. Und das ist einfach, dafür einfach nur des Wechsels wegen, ist ja Quatsch. Und solange eben da alles funktioniert und es scheint eben auch gut zu funktionieren. Das ist ja, mein Linux-Slogan ist ja, Linux ist, wenn es trotzdem geht. Und deswegen, man kann sich da eben einfach sehr viel einfach so zurecht hacken. Ist natürlich so, das muss man eben auch können und eben machen wollen. Das ist, ich meine, ich verstehe jeden, der sagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Ich will jetzt nicht da mein Audio-Setup irgendwie feintunen und irgendwas mir da basteln, sondern ich will, dass es einschalten und funktioniert. Dann würde ich sagen, okay, dann nimm dir einen Mac und einen Ultraschall, installier es und fertig. Aber jetzt, wenn jemand aus irgendeinem Grund da irgendwie sich da was Eigenes basteln will, dann kann man das sehr gut unter Linux machen. Bist du auch eine Programmiererin? Nein, ich bin Architektin und ich bin im Podcast bin ich die Rede und alle technischen Sachen. Ich nutze auch Windows und Linux habe ich auch, weil wir haben zusammen Videos gemacht. Und wir brauchten irgendwelche Programme, die wir beide nutzen können und so zusammenarbeiten können. Also darüber habe ich auch Linux installiert, aber immer lieber mache ich es im Windows, weil ich habe immer Windows benutzt. Aber generell habe ich kein Problem zu wechseln. In meinem Kopf geht sofort die Schere auf, du machst das schön, du machst das Design und du lässt es funktionieren irgendwie. Ist das jetzt ein reines Vorurteil oder wird das ungefähr treffen? Es ist so, ja, aber Johannes hat auch seine Ideen und dann so, was ist schön und was ist nicht schön. Aber, ja. Also ich meine, als Linuxer verwendet man natürlich auch LaTeX und hat dann so ein bisschen auch so den ästhetischen Anspruch, Dinge irgendwie vernünftig rüberzubringen. Aber ich meine, es ist im Prinzip so, also wir machen jetzt für meine Musikseite, die wollen wir jetzt so ein bisschen renovieren und wollen da eben auch so einen Player da basteln. Und da haben wir es jetzt so gemacht, wir haben jetzt gesagt, okay, Eva zeichnet den irgendwie in GIMP oder in irgendeinem einem Programm und sagt mir dann, okay, hier haben wir die Farben, den Farbgradient hier, der Knopf, es sieht so aus, dann haben wir hier den und den und ich mache dann daraus eben SVG-Code und mache dann, dass es eben in JavaScript und CSS und hast nicht gesehen, auf der Webseite dann eben funktioniert. Aber Eva macht im Prinzip das Design, aber bringt mir das Design und, dann eben. Und auch Johannes kann immer sagen, das gefällt mir nicht. Ja, aber das ist so eine schöne klassische Aufteilung. Ja, guck mal. Jetzt sind wir ja jetzt gerade zusammengekommen. Ihr habt eine schöne Vorstellungsrunde gemacht. Deswegen reden wir auch schon so lange hier, wo wir eigentlich woanders hingehen wollen. Ihr wollt mir eure Lieblingsecke vom Kongress zeigen. Aber vielleicht mal ganz, oder auf dem Weg dahin. Du hast gesagt, wir haben ein bisschen Weg zu gehen. Dann gehen wir einfach mal, vielleicht mal die Frage, warum seid ihr überhaupt hier hingekommen? Was ist denn der Kongress für euch? Und da gehen wir jetzt einfach mal los. Der Johannes geht voraus und zeigt, wo. Er hat irgendwie ein Ziel vor Augen, ich weiß nicht wo. Ihr seid nicht zum ersten Mal hier, oder? Ich bin zum zweiten Mal hier. Eva ist das erste Mal hier. Ja, erstes Mal hier und dann wir waren auch im Camp so im Sommer. Ach, im Sommer bei dem CC-Camp auf der Heide da oben, bei dem schönen Gewitter. Ja, genau. Genau. Bist du jetzt mitgekommen, ihm zuliebe oder aus eigener Neugier? Bitte? Aus eigener Neugier mitgekommen oder ihm zuliebe, damit er nicht alleine ist? Beides. Ja, also letztes Jahr war ich alleine hier und ich habe dann, weil Eva immer so gerne irgendwelches kreatives Zeugs bastelt, geh mal da durch den Tunnel durch, habe ich dann zu Eva gesagt, ja, du musst unbedingt hier mal mitkommen, dir das anschauen, das wirst du ganz faszinierend finden, was die Leute hier so an Sachen basteln und bauen und konstruieren. Und
letztes Jahr, als Johannes hier war, dann war ich online und ich habe so diese Vorlesungen gesehen und ich habe immer ihm geschrieben und er hat geschrieben, also, was er sieht und was ist jetzt interessant, wo etwas blinkt und ja. So, ich war auch online hier, kann man sagen. Die ganze Zeit dabei und trotzdem nicht vor Ort. Das ist ja das Schöne, genau, dass hier funktioniert. Genau. Was gibt dir das, Johannes? Du bist, warum hier genau? Ja, sag mal so, ich frage mich immer, warum ich jetzt erst das zweite Mal da bin. Ich weiß, warum ich erst das zweite Mal da bin, weil das kollidiert so ein bisschen mit den Esperanto-Jahresendveranstaltungen. Ich meine, ich hatte schon seit Jahren, hatte ich mir immer jedes Jahr die Videos vom Kongress mir geholt und dann angeschaut. Und dann habe ich, aber jetzt letztes Jahr war dann irgendwie so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, ich muss jetzt auch mal mir das mal live mal geben. Und was ich halt jetzt wirklich faszinierend finde, ist so diese, wo wir jetzt gerade hier sind. Wir sind jetzt gerade hier in das Hack Center reingekommen. Ich meine, es hat sich jetzt etwas gelichtet, wohl gegenüber den Tagen vorher. Wir sind jetzt hier im letzten Tag. Es ist einfach so diese unheimliche Vielfalt. Also, ich meine, hier stehen jetzt mal so geschätzt 50 so runde Tische in dieser Halle hier drin. Und an jedem Tisch ist irgendwie Aktivität und jeder macht irgendwie was anderes. Und ja, das Problem ist halt, ich kann jetzt gar nicht so genau sehen, was die Leute hier machen, weil ich müsste mich jetzt genau damit beschäftigen. Aber es ist immer irgendwie irgendwas Interessantes. Also es gibt wohl wenige Tische, an denen einfach nur irgendwie so rumgefacebookt wird, sondern die Leute kommen immer dahin, um irgendwie mit irgendeinem Projekt oder irgendeiner abgefahrenen Tätigkeit. Also hier machen sie zum Beispiel irgendwas mit Kaffee. Da steht irgendeine Espressomaschine rum, die jetzt also nicht nur da ist, um dass man ab und zu mal Kaffee trinken kann, sondern irgendwie machen die Leute da irgendwas, was man eben haben da irgendwas getuned oder irgendwas da gebastelt? Ja, so hier ist ein Gehirnscanner oder etwas solches. So, womit kann man mit Computer etwas machen, einfach wenn etwas auf Kopf ist. So, das ist auch sehr interessant. Jetzt sind Leute nicht hier. Eigentlich, also es war gestern sehr interessant zu sehen, wie Leute mit Gedenke etwas so, man kann Gedenke auf Monitor sehen, so das war toll und alles leuchtet, alles blinkt und also das ist ja wunderschön. Ist das denn nicht auch erstmal so ein bisschen so abstoßend? Ich meine, man kommt hier rein und es sind lauter Inselchen und man kommt jetzt so als Fremder rein und weiß vielleicht gar nicht so genau, wie gehe ich jetzt mit den Inselchen um? Also seid ihr einfach mal hingegangen und habt gesagt, hallo, was leuchtet bei euch? Könnt ihr das mal erklären? Habt ihr versucht, diese Insel zu erreichen oder seid ihr mehr so dran vorbeigeschwommen? Wir haben auch gefragt, was die Leute machen. So, es war immer so, manchmal haben wir gefragt, manchmal haben wir gehört, dass die Leute erklären, was die machen und dann, oh ja, was ist das und ja. So, wir haben auch versucht zu erkennen, was die Sachen hier machen können. Bist du auch so kontaktfreudig? Gehst du einfach hin? Ja, ich gehe dann auch einfach hin. Also wenn ich irgendwas so interessant finde, dann frage ich auch die Leute einfach mal so, was macht ihr da? Und habe da auch schon dann so ein paar interessante Sachen eben so kennengelernt. Aber ich meine, so insgesamt ist es halt so, ich meine, ich bin ja auch Ingenieur von Haus aus. Und da ist halt einfach, man hat so im Berufsleben, hat man immer alle möglichen Zwänge. Man hat irgendwie Deadlines, man hat irgendwie Projekte, man hat Budgets, man hat Kundenwünsche und sowas. Was eben einfach so einen so einengt im Erfindergeist, so in der Innovation. Es gibt halt viel, wo man denkt, ja, das würde ich eigentlich mal gerne machen, aber es hat irgendwie keiner Zeit mitzumachen oder interessiert keinen oder ist irgendwie Budget ist nicht da, sowas. Und hier hat man mal so den Eindruck, was wäre denn im Prinzip möglich, wenn man mal so Technik-Nerds, so Leute mit Erfindergeist einfach mal laufen lässt. Ja? Einfach mal sagt, macht mal, was ihr wollt. Ja? Und da kann man einfach mal sehen, hier, wenn man sich so umschaut,
was die Leute für so Ideen kommen. Ne? Das ist, ich finde das so total faszinierend. Auch diese, hier, wir haben es auch gestern schon bei uns im Podcast gemacht, wahrscheinlich haben es auch schon andere jetzt bei dir schon gesagt, diese Sache mit der Seitenstraße, dass man hier einfach durch das ganze Kongresszentrum so eine Rohrpost baut, die auch wirklich dann funktioniert. Das war ja, ich habe das erste Mal davon gehört in einem Podcast, als es vor 2 Jahren das erste Mal war. Da habe ich gedacht, naja gut, das ist eine nette Spielerei. Und es ist ja auch im Prinzip nicht viel mehr als eine nette Spielerei. Aber ich meine, man verwendet es jetzt ja auch irgendwie, um dann da ins Sendezentrum auf die Podcast-Bühne irgendwelche Likörflaschen zu schicken. Das finde ich einfach, das finde ich irgendwie faszinierend, dass da Leute sowas hier hinstellen. Das ist ein gewisser Aufwand, um dann da eben so Sachen dann eben da zu verwirklichen. Was bedeutet hier spielen, Eva? So. Das kann man ja nicht hören, dass ich jetzt das Mikrofon umgedreht habe. Ja, so, ich spiele gern und meine Mutter immer sagt, dass ich muss immer etwas Neues machen und einfach hier, es ist als Weg zurück in Zeit, weil ich habe Architektur studiert und im Studentenheim war auch viele Leute, die haben etwas gebastelt und solche Sachen gemacht. Und so, ich mache das wirklich gerne. Das macht mir Spaß und das ist für mich auch das. Wenn ich etwas bastel, dann habe ich dieses Gefühl, dass jetzt habe ich Zeit für mich. Also das ist alles zusammen. Es ist meine Studentenzeit-Erinnerungen und das ist auch meine Freizeit. Also das ist etwas, was ich wirklich liebe, etwas Neues zu basteln und neue Sachen machen. Und wie ist denn jetzt dein Fazit? Wir sind ja am letzten Tag, du bist zum ersten Mal hier richtig vor Ort. Letztes Jahr hast du online teilgenommen. Wenn es nächstes Jahr den 33C3 gibt, wirst du dich um Karten bemühen? Wirst du wiederkommen oder wirst du sagen, das reicht mir jetzt, den Eindruck habe ich mitgenommen, ich mache es beim nächsten Mal wieder online? Wie steht es denn da? Ja, ich würde gerne kommen, weil hier sieht man wirklich so tolle Sachen. Und, aber was ist mir jetzt wirklich, was würde ich gerne machen, ist nach Hause kommen und etwas Neues basteln. Ich weiß noch nicht, was. Also es war wirklich gut, solche tolle Ideen zu sehen, aber jetzt möchte ich selbst etwas wieder machen. Dann musst du ja dann in einem Jahr wiederkommen und das vorführen. Und ja, genau, wenn ich bastle etwas, dann muss ich wiederkommen und das hier zu präsentieren. Ja, so wahrscheinlich hast du gesehen, unser Tux, dieser... Der Winkelpinguin, genau. Winkelpinguin, ja. Ja, also wir haben zu Hause, so, jeder kennt diese Katzen, die winkeln, und Johannes hat über Linux, so Podcasting im Linux gemacht, und ich habe gesagt, das ist ja Quatsch, wenn er hat Vorlesung über Linux und Katze winkelt, das kann nicht sein. So, darüber habe ich dann diese Pinguin gemacht. Jetzt muss ich etwas Neues machen, weil hier sind so viele tolle Sachen, dass man kann wirklich Inspiration hier finden. Super klasse, das macht mich total neugierig auf nächstes Jahr. Da bin ich mal gespannt, was du da anbringst. Also wirklich, wirklich neugierig. Abgesehen von der schönen neuen Webseite natürlich. Johannes, wie ist es bei dir? Das ist dein Fazit. Kommst du ein drittes Mal? Also wenn es jetzt nicht gerade mit den Esperanto-Veranstaltungen kollidiert? Also ich würde mich auf jeden Fall um Tickets bemühen. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass es irgendwie weiter irgendwie wachsen kann. Also ich fände es jetzt sehr schade, wenn man jetzt wieder irgendwie in so eine Ticketverlosung oder sowas einsteigen müsste. Ich meine, diesmal war es ja so eine First-Come-First-Serve-Verlosung.
Und also das ist, da sehe ich jetzt wirklich eine große Herausforderung an den Kongress, dass man eben die Leute immer noch hierher bekommt, zum persönlich teilzunehmen. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, das auch nächstes Jahr wieder hier zu sein. Und eben mich auch so ein bisschen eben da einzubringen. Also ich meine, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als Entwickler, aber ich versuche dann trotzdem so die Sachen, die ich mir so für meinen eigenen Gebrauch dafür, also für unseren Podcast eben gebastelt habe, eben auch zumindest mal in der Community so zurückzugeben, dass vielleicht auch andere von profitieren können. Und das ist mir jetzt diesmal jetzt nicht so wirklich gelungen, weil ich halt einfach so viel anderes hier jetzt gesehen habe. Und dazu für so spezielle Sachen sind dann vielleicht diese Podcaster-Workshops einfach eine bessere Plattform, dass man sich in so ein spezielles Thema da mal so genauer reinarbeitet. Aber ich denke mal, was der Kongress für mich ist, vor allem wichtig, um eben so Ideenimpulse zu bekommen. Wie man gerade bei Eva gemerkt hat, ne? Ist also sprüht über vor Tatendrang sozusagen. Ja. Genau, und das ist eben, also und das ist eben auf allen möglichen Ebenen, also einfach mal so Wohnungsgestaltung, wo man irgendwie so hat, okay, das ist so eine Lampe, die will ich auch zu Hause haben, die basteln wir uns jetzt mal. Oder dann eben, gerade so bei Podcasts unter Linux, da sind dann immer ein paar Leute, die dann fragen, ja sag mal, kann man auch das und das machen, funktioniert denn das und das, wie geht denn so und sowas? Und da denke ich mir auch im Eier, das ist eine nette Idee, habe ich jetzt noch so gar nicht dran gedacht, das realisiere ich jetzt mal und dann profitiert natürlich dann auch jetzt mein Podcast-Workflow davon oder überhaupt mein ganzes Know-how, was so Audio unter Linux angeht. Und das ist natürlich einfach solche Impulse zu bekommen, dazu ist der Kongress eben wichtig und das geht eben auch nicht mit so Kongress online, sondern man muss wirklich vor Ort mit den Leuten einfach reden, ja? Um halt einfach so in der Live-Diskussion einfach dann auf so Impulse zu kommen. Und das hat bisher gut funktioniert und du wirst dann das auch weiterhin benutzen. Ja, Johannes und Eva, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mich hier an euren Lieblingsplatz geführt habt und überlasse euch das letzte Wort. Ihr könnt gerne nochmal einen Gruß oder was auch immer loswerden. Was möchtest du sagen, Eva? Schöne Grüße und ich meine, dass die Leute sollen nicht nächstes Mal ins Kongress zu kommen, weil dann gibt es keine freies Ticket. Bleibt alle zu Hause. Die Leute können zu Hause bleiben und die haben etwas wirklich gemacht, die haben etwas zu präsentieren, dann die Leute kommen weil ich möchte gerne sehen, was die Leute machen. Also du meinst, zum Kauf der Eintrittskarte gehört auch, dass man irgendetwas unterm Arm mitbringt, was man vorfindet. Genau, das gehört dazu. Nicht nur nehmen, sondern auch genau, bringen. Genau, ja, weil dann ist Kongress auch interessant, weil wenn Leute können etwas auch präsentieren und inspirieren die anderen Leute. So, das ist wirklich wichtig. Sehr schön. Johannes, was hast du? Ja, ich meine, ich genieße jetzt noch den letzten Tag. Der vierte Tag ist ja immer so ein bisschen so ein Ausklingtag. Man merkt jetzt auch hier, das ist nicht mehr ganz so wuselig, wie es gestern gewesen ist. Aber ich werde das auch nochmal so alles mal anschauen, nochmal so rund gehen. Vielleicht treffe ich noch den einen oder anderen. Und dann nachher setze ich mich dann in den Zug. Ich fahre dann zu einer Esperanto-Neujahrsveranstaltung. Mal schauen, was ich dann im Zug mache, ob ich dann noch ein paar Videos mir anschaue oder einfach mal irgendwie nur mich entspanne oder irgendwie so. Man muss ja auch irgendwie gucken, dass der Körper noch mitmacht. Also das geht ja alles. Ich meine, viele Menschen auf einem Haufen, dann hat man immer so diese Kongresszentrumsatmosphäre. Da sind immer so Frischluftzufuhr. Es geht alles aufs Immunsystem, wenn dann noch wenig Schlaf und sowas dazu kommt. Dann die Winterzeit ist sowieso auch immer so eine Erkältungszeit. Da muss man auch natürlich aufpassen, dass man einfach gesund bleibt. So, jetzt sagen wir nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die neugierig auf euch geworden sind, wie euer Angebot heißt. Wo findet man euch genau im Internet? Also wir haben unseren Podcast im kern.info. Also das ist kern.info.
Oder wir haben auch eine neue Seite jetzt, Punkto-Info. Das ist einfacher zu erinnern. Also, dort kann man so Verknüpfung zu unserem Podcast finden. Ja, also die Seite Punkto-Info, das ist im Prinzip so eine Seite, so eine Aggregatorseite, die im Prinzip alle Projekte, die wir beide irgendwie machen, mal so zusammenfasst. Da kann man sich so durchscrollen von einem Projekt zum anderen. Da ist also unser Podcast dabei, da ist meine Musikseite dabei. Dann ist noch ein zweites Podcast-Projekt dabei, was wir jetzt gerade anfangen. Und dann noch so ein paar anderen Sachen. Es ist halt eine Sache, es ist halt auf Esperanto. Das ist halt, weil das eben unser kultureller Background eben ist. Ja, wer Esperanto lernen will, der vielleicht kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt da im Prinzip zwei Möglichkeiten im Netz, nämlich lernu.net und dann die Webseite Duolingo. Das ist eine allgemeine Sprachenlern-Webseite, die haben mittlerweile auch einen Esperanto-Kurs. Aber jetzt, ich bin ja wirklich ein Schaf, aber die Möglichkeit haben, zwei Esperanto-Sprecher hier zu haben, sowas wie Neujahrsgrüße, ne? Schönes neues Jahr, Gesundheit, Glück und was auch immer. Also diese klassischen Sprüche, die wir uns jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich morgen, übermorgen, tausendfach gegenseitig sagen, das sag doch bitte einmal in Esperanto. Do ĉiam bonan al nova jaro, estu sanaj, estu feliĉaj, havu bonŝancon kaj ĉiam bonan. Und was wir in unserem Podcast oft als also Verabschiedung sagen, ist so, Ciam faro sicur kopion, kai ci frubien datumoin. Das heißt, macht immer schön Backup und verschlüsselt eure Daten. Das kenne ich von einem Berliner Podcaster. Ja, schön, aber in der Sprache natürlich nicht. Nochmal ganz herzlichen Dank. Danke auch. Johannes, ja, danke. Vielen Dank. Ja. Und tschüss zusammen, viel Spaß noch für die letzten paar Stunden hier. Danke, tschüss. Danke, tschüss.